Seele und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht, Amen. Lob den Herrn, meine Seele, mit seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht, Amen. Von Herzen will ich ihn singen. Lob den Herrn, singen und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe den Herrn, singen mit seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen euch mit dem Wochenspruch. Er steht im Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 17, Vers 14. Heile du mich, Herr, so werd ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Ja, ihr Lieben, der Wochenspruch könnte nicht passender ausdrücken, worum es im Gottesdienst geht. Heil und Heilung. Das sind zwei Worte, die in einem großen Zusammenhang stehen.
Wenn Menschen geheilt werden von Krankheiten oder Ähnlichem, dann erfahren sie Heil, dann erfahren sie Freude, dann erfahren sie Segen und Bewahrung. So ist Heilung und Heil ein Wortspiel. Ohne Heilung kein Heil und ohne Heil keine Heilung. In diesem Sinn wollen wir gemeinsam das erste Lied singen. Das ist die Nummer 673, Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt. Wir beten mit Worten aus Psalm 32. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet. In dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünden, und meine Schuld verfehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Deshalb werden alle Heiligen zu dir beten zur Zeit der Angst. Darum, wenn große Wasserfluten kommen, werden sie nicht an sie gelangen. Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten.
dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Der Gottlose hat viel Plage. Wer aber auf den Herrn hofft, dem wird die Güte umfangen. Freut euch des Herrn und seid fröhlich in ihr Gerechten. Und jauchzet alle ihr Frommen. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lieber Vater, wir können durch deinen lieben Sohn Jesus Christus vor dich treten, dir unsere Schuld zu bekennen. Wir haben vorhin im Psalm gebetet, dass du uns die Schuld vergeben willst, wenn wir herzlich um Vergebung bitten. Denn in der Vergebung liegt Heil und im Heil liegt Heilung. Du willst uns von aller Schuld heilen. Aber wir vergessen, dass wir schuldig werden. Und wir vergessen vor allem, dass wir uns dir anvertrauen können und du uns unsere Schuld vergeben willst, um Jesu Christi willen. Aber wir bitten dich von ganzem Herzen, reinige du uns von dem, was uns von dir trennt, was uns davon abhält, dir die Ehre zu geben und dich zu rühmen für deine großen Taten. Gib, dass wir trotz all dem, was uns tagtäglich umgibt, auch jubeln und jauchzen können. Mach uns frei von unseren Ängsten und Sorgen und vergib uns um Jesu Namen unsere Schuld. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Jauchzet dem Herrn alle Welt, denn er tut Wunder. Ja, Herr, du tust Wunder, indem du uns unsere Schuld vergibst und uns unsere Sünden nachlässt und uns nicht nach unserer Missetat vergilst. Darum wollen wir dir die Ehre geben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Ja, Herr Jesus Christus, du hast den Menschen das Heil und die Erlösung gegeben. Du hast Kranke geheilt. Du hast Blinde sehend gemacht und du hast Tauben geholfen zu hören. Ja, darum bitten wir, dass du uns das auch gibst, dass wir auf deinem Weg bleiben, dass wir dich sehen, hören und schmecken. Darum bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Epistel steht im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Hat einer von euch Schweres zu ertragen, dann soll er beten. Ist jemand glücklich, dann soll er Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben.
Ihr vertrauensvolles Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn gesund machen und wird ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Überhaupt soll jeder, der krank ist, den Brüdern seine Verfehlungen bekennen und sie sollen für ihn beten. Dann wird er gesund werden. Das Gebet eines Menschen, der so lebt, wie Gott es verlangt, kann viel bewirken. Halleluja! Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen. Halleluja! 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 Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 324. Ich singe dir mit Herz und Mund. Wir singen die Strophen 1 bis 3, 13 und 14. Und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen.
Der Predigttext steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten vier Männer einen Gelähmten herbei, kamen aber wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach und gruben die Lehmdecke auf, genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten: Deine Schuld ist dir vergeben. Das hörten einige Gesetzeslehrer, die auch dort waren, und sie dachten: Wie kann er es wagen, so zu reden? Das ist eine Gotteslästerung. Niemand außer Gott kann uns unsere Schuld vergeben. Jesus wusste sofort, was sie dachten, und fragte sie: Was sind das für Gedanken, die ihr euch da macht? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen: Deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf, nimm dann deine Matte und geh? Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging. Alle, die es sahen, waren ganz außer sich, priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir erinnern uns noch gut an die Kinderbibeltage in Niederwambach Ende der 90er Jahre. Da hatten wir an einem Tag genau dieses Thema. Und wir überlegten lange, wie wir mit den Kindern genau diese Szene nachspielen konnten. Denn so ganz ungefährlich war das ja nicht, da mit Seilen herumzuhantieren. Aber wir hatten schließlich eine Lösung gefunden. Wir konnten tatsächlich die Kinder nacheinander in mehrere Seile legen und sie hoch und runter lassen, dass sie das Gefühl hatten, ja, Vertrauen zu bekommen. Natürlich zunächst einmal zu uns Erwachsenen, die die Seile hielten. Und das hinterließ gewaltigen Eindruck. Und die Spielszene dauerte auch wesentlich länger, als wir dafür eigentlich eingeplant hatten, denn man wollte ja mindestens zweimal im Seil liegen und sich herunter und wieder heraufziehen lassen. Ja, hier ging es zunächst einmal um Vertrauen. Und wir wissen alle, dass aus Vertrauen auch Heilung kommen kann. Denn sind wir doch mal ehrlich, wenn wir zu Ärzten, die uns von Krankheiten heilen sollen, kein Vertrauen haben, dann geht das meistens nicht, weil unser Körper muss, wie man so schön sagt, mitschaffen.
Sehr deutlich wird das bei alternativen Heilmethoden. Wenn jemand an eine Akupunktur zum Beispiel nicht glaubt oder an andere Heilmethoden, dann kann das nicht funktionieren. Vertrauen und Glaube ist die halbe Miete. Und so muss es auch den jungen Männern gegangen sein, die für ihren Freund, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Jesus aufs Dach stiegen, damit er ihren Freund heilen konnte. Ein Vertrauen, wie es größer nicht sein konnte. Und die Folge war, dass Jesus, der ihr Vertrauen sah, direkt dem Kranken seine Sünden vergab. Das Heil kam hier vor der Heilung. Denn Sündenvergebung ist Heil und Erlösung. Die Schriftgelehrten begehrten natürlich sofort dagegen auf, weil sie sich hier mal wieder übergangen fühlten. Wie kann er Sünden vergeben? Ja, wenn man das so hört, und das zieht sich ja durch die 3 Jahre von Jesu Wanderschaft wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift. Ja, man könnte mitunter den Eindruck gewinnen, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten vor Eifersucht und Neid geschüttelt waren. Denn sie konnten dies bekanntlich nicht. Aber sie hatten natürlich auch die Scheuklappen vor den Augen. Denn wenn sie die Propheten des alten Israel richtig verstanden hätten, wir möchten ja noch nicht einmal anzweifeln, dass sie die Prophetien kannten, aber kennen und verstehen sind, wie wir wissen, zweierlei. Wenn sie die Prophetien verstanden hätten, dann hätte ihnen spätestens hier klar sein müssen, dass hier Gottes Sohn am Werke war. Und sie hätten in den Lobpreis einstimmen können. Aber sie fühlten sich auf den Schlips getreten. Und Jesus durchschaute ihre Gedanken. Was sind das für Gedanken, die ihr hier euch zusammenspinnt? Was ist denn leichter zu sagen, einem Menschen die Sünden zu vergeben oder ihn zu heilen? Jesus wartete aber hier keine Antwort ab, denn die Priester hätten sicherlich sehr lange dafür gebraucht, wenn sie überhaupt eine Entscheidung hätten treffen können. So nahm Jesus ihnen die Antwort ab, indem er sagte: Ihr sollt aber sehen, dass der Menschensohn in Vollmacht seines himmlischen Vaters handeln kann. Und so sagte er zu dem Kranken: Nimm deine Matte und geh. Was die Priester sicherlich nicht ahnten, war, dass Jesus hier 2 Fliegen mit einer Klappe schlug. Er hatte dem Kranken zunächst die Sünden vergeben und ihm damit Heil gegeben. Und zum Zweiten heilte er ihn tatsächlich. Er heilte ihn von seinen körperlichen Gebrechen, aber er heilte ihn vor allen Dingen von den Zweifeln und dem Unglauben. Die Menschen, die das sahen,
stimmten in den Lobpreis Gottes ein, denn sie verstanden, worum es hier ging. Es ging hier nicht in erster Linie um das Wunder der Heilung, sondern darum, dass Jesus der Heilsbringer der Menschen ist. Derjenige, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt. Es wird klar, wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus aus freien Stücken ans Kreuz ging, um sich für uns und unsere Erlösung, ja, unser Heil dahin zu geben. Denn Heil, Heilung und Heiland gehören zusammen. In allen drei Worten steckt das Wort Heil, Erlösung, Liebe, Gnade, Vergebung und all das, was wir mit diesem Wort verbinden. Im Brief, den wir vorhin gelesen haben, wird das deutlich. Wenn jemand schuldig ist, so vergebt ihm, sagt Paulus. Wenn jemand krank ist, dann schaut zu, dass ihr ihm die Sünden nachlasst und ihm Heilung schenkt. Heilung an Geist und Seele. Denn wie Heilung aussehen kann, das wissen wir nicht immer. Denn oftmals ist es so, dass wir von Krankheit eben nicht in dem Sinne geheilt werden, dass es Gesundung gibt. Aber Heilung kann, wie wir wissen, viel weiter gehen. Heilung und Erlösung gehören zusammen. Wie eine Heilung aussieht, das weiß allein unser himmlischer Vater. Ob es nun Heilung im Sinne der körperlichen Heilung ist oder Heilung durch die Erlösung durch den Tod oder Heilung durch den Heiligen Geist, indem wir frei werden von unserer Last. Das, wie gesagt, entscheidet allein der himmlische Vater. Aber wir können Vertrauen fassen. Wir können Vertrauen fassen in den, der da ist und der da war und der da kommt. In Gottes Sohn, in Jesus von Nazareth, in den Erlöser, in den Heiland. Denn er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Er hat die Vollmacht, körperliche Heilung zu schenken. Er hat die Vollmacht, unseren Geist und Seele gesunden zu lassen. Er hat schließlich die Vollmacht, uns durch den Tod zum ewigen Leben und zur ewigen Versöhnung mit Gott in seinem Friedensreich zu bringen. Und dies müssen die Männer wohl gewusst haben, als sie die Anstrengungen unternahmen und ihren Freund durch das Dach in Jesu Mitte brachten. Und ich denke, das haben auch die Kinder gespürt, wie gut es ist, wenn man Vertrauen haben kann. Wenn man Vertrauen haben kann zu den Eltern und Großeltern und Freunden, die einem in die Arme nehmen, wenn einem es nicht gut geht. Ja, aber vor allem Vertrauen zu unserem Freund Jesus, der uns alle in die Arme nehmen will und uns heil machen will an Geist und Seele. Denn wir können, so wie Paulus es so treffend ausdrückt, nicht tiefer fallen als in die Arme unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Wir singen miteinander das nächste Lied. Das ist die Nummer 320. Nun lasst uns Gott dem Herrn Dank sagen und ihn ehren. Wir singen die Strophen 1 bis 4. Ihr Lieben, wir möchten euch noch einige Dinge mitteilen. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Einmal zum Lobpreisgottesdienst Mitte der Woche, dann zum Friedensgebet und schließlich zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem 20. Sonntag nach Trinitatis. Und weil das ja noch das Wochenende der Herbstferien ist, fällt der Kindergottesdienst noch einmal aus. Wir danken euch sehr herzlich, dass ihr Gottesdienst mit uns feiert. Es tut immer wieder gut, auch über das Internet mit euch Gemeinschaft zu haben. Wie ihr wisst, war das am Anfang gewöhnungsbedürftig. Aber im Laufe der Zeit ist es uns immer selbstverständlicher geworden und das erfahren wir auch immer wieder durch eure Rückmeldungen und durch euer Gebet, durch das wir uns getragen fühlen können. Dafür danken wir euch von Herzen. Auch heute werden wir wieder die Spendenkonten zugunsten der Ukraine und auch zugunsten der Flutopfer einblenden. Wir können es nicht oft genug sagen, dass wir von Herzen dankbar sind für all die Hilfe, die wir durch euch erfahren haben, die die Menschen durch euch erfahren haben. Und wir wissen, dass auch weiterhin von eurer Seite aus geholfen wird, denn das ist wichtig. Alle anderen Kollektenzwecke könnt ihr aus dem Internet entnehmen, über eure Gemeindeämter erfahren und natürlich auch in den Präsenzgottesdiensten. Gott segne Geber und Gaben. Wir wollen miteinander nun die Fürbitten halten. Lieber Vater, wir kommen durch Jesus Christus zu dir, um dir Dank zu sagen. Dank zu sagen dafür, dass Jesus dich auf dieser Welt bekannt gemacht hat. Dank zu sagen dafür, dass du ihn in diese Welt geschickt hast und
dass du dich durch seinen Tod und seine Auferstehung mit uns versöhnt hast. Herr, wir bitten dich, lass uns das immer wieder neu erfahren, wie wichtig Vergebung ist, damit wir Heil und Heilung erfahren können. Ja, wir bitten dich für alle Menschen, die krank sind. Schenke du ihnen Heilung, damit sie Heil erfahren. Schenke du ihnen Menschen, die ihnen zur Seite stehen, die geduldig sind und sie begleiten durch die Krankheit hindurch. Vor allen Dingen schenke denjenigen Menschen Begleitung, die sich auf dem letzten Weg befinden. Wir danken dir, dass du für sie da bist und bitten dich um Segen. Herr, wir bitten dich um den Frieden in unserem Land und in der Welt. Du siehst, wie groß die Spaltungen und Spannungen unter den Menschen sind. Du siehst, wie sich vergeblich darum bemüht wird, Frieden herbeizuführen. Keine Seite will nachgeben. Und die Opfer und der Schaden wird immer schlimmer. Aber wir bitten dich, dass sich auch unser Volk durch die Kriege in der Welt nicht weiter spalten lässt. Wir bitten dich, sende du uns und der Welt deinen Frieden, der eben nicht wankelmütig ist und der ewig ist. Wir bitten dich für alle, die unter Kriegsfolgen, Streit, Verfolgung und Tod leiden müssen. Sei du bei ihnen und hilf ihnen. Und halte denjenigen, die meinen, dass Gewalt das richtige Mittel ist, den Spiegel vor, dass sie erkennen, was sie da tun. Auch für deine Kirche, die ja innerlich auch gespalten ist. Wir bitten dich, dass du ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden schenkst, dass dein Wort recht verkündigt wird, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kirche Freude daran haben, dich als den wahren Gottessohn auszurufen. Bitten dich, dass du die Kirche zur Heimat für all die werden lässt, die auf der Suche sind. Das bitten wir vor allem für unsere vielen Jugendlichen, die vor lauter Angeboten oftmals nicht wissen, wohin. Dass sie spüren, dass du, Jesus, ihnen helfen willst und sie trägst. Wir beten weiter in der Stille. Wir bringen dir unsere Situation, unsere Ängste, Sorgen und Nöte, das, wofür wir dir danken möchten, und vor allem die Menschen, um die wir uns sorgen. Yeah.
Jesus, du bist unser Licht und unser Heil. Vor wem sollten wir uns fürchten? Du bist unseres Lebens Kraft. Vor wem sollte uns grauen? Es ist gut, dass wir das wissen dürfen. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, dass du uns helfen willst, unsere Lasten zu tragen. Wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu zu deinen Kindern machst, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns gemeinsam noch ein Schlusslied singen. Wir singen von dem angefangenen Lied 320 die Strophen 5 bis 8. Musik.